Liebe Casterinnen und Caster, liebe Schützen, 5 Tage Trubel, 5 Tage Heiterkeit und Freude, das Schützenfieber hat Cast wieder gepackt. Die Stadt war bunt geschmückt, die Medaillen frisch poliert und die Anzüge wurden wieder in Form gebracht. Nach 2 Jahren Zwangspause hat sich Cast dieses Schützenfest verdient. Und die Freude, die Erleichterung über das große Fest war spürbar. Glückliche Menschenmassen säumten den Paradeweg, stolze Schützen marschierten durch die Innenstadt. Es hat vielen in Cast sichtlich Freude bereitet, endlich wieder unser Caster Schützenfest zu feiern zu können. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich daher ein paar besondere Momente Revue passieren lassen. Das Meilensetzen zu Beginn des Festes am Samstag, sowohl beim Großen König als auch am Rathaus und die große Parade vor dem Rathaus am Sonntag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. In der Rathausgalerie zum traditionellen Empfang der Stadt Cast für die St. Sebastianus Schützenbruderschaft begrüßen. Der Sonntag ist stets der längste, der schönste und der abwechslungsreichste Tag während des Schützenfestes. Wenn ich mich hier umschaue, hat der eine oder andere bereits gestern Abend ausgiebig Schützenfest gefeiert. Aber das war ja auch wirklich nicht anders zu erwarten, nach 2 Jahren Zwangspause. Nach 2 langen Jahren der Entbehrung ist es nun endlich soweit. Meldung vom Herrn General. Das Regiment steht mit 1524 Mann. Wir werden zur Wundersprache angegeben. Dankeschön. Dankeschön.
größte Corner-Cast will die Renner nehmen. An der Spitze, mein Gott, ist am Main, der Mann hat, der nicht toll ist. Casterinnen und Caster, auch das schönste Schützenfest muss irgendwann zu Ende gehen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten herzlich für die Organisation und den wundervollen Ablauf, insbesondere bei der Schützenbruderschaft St. Sebastianus, dem König und seiner Gattin sowie den Ministern und ihren Gattinnen. Nach dem Schützenfest ist bekanntlich vor dem Schützenfest. In wenigen Wochen folgen die Büttger Schützen, bevor im Hochsommer in Holzbüttgen das große Fest steigt. In Forst folgt der fulminante Abschluss der Schützensaison dann im Herbst. Sie sehen, der Schützengeist ist auch von einer Pandemie nicht klein zu kriegen. Egal was kommt, wir standen bereit.